berechne die Öffnung des Winkels, den die Dachflächen ABC und ACFD bilden, wenn M die Mitte der Strecke BC ist, wenn die Öffnung des Winkels APM 90 Grad beträgt, wenn der Abstand zwischen B und C 4 Meter ist, die Distanz zwischen C und F 8 Meter ist, die Distanz zwischen M und P 1 Meter ist und die Distanz zwischen A und P 3 Meter ist. Wir wissen also, dass M der Mittelpunkt dieser Strecke BC ist. Wir wissen, dass der Winkel APM ein rechter Winkel ist. Wir wissen, dass der Abstand zwischen B und C 4 Meter ist, dass der Abstand zwischen C und F 8 Meter ist, dass der Abstand zwischen M und P 1 Meter ist und dass der Abstand zwischen A und P 3 Meter beträgt. Der Kosinus des Winkels, der gebildet wird durch diese zwei Ebenen A, B, C und C, F, A, wird angegeben durch diese Formel. Nennen wir diesen Winkel Gamma. Der Kosinus von Gamma ist das Skalarprodukt von zwei Normalvektoren jeweils zur Ebene ABC und zur Ebene CFA geteilt durch das Produkt der Normen dieser zwei Normalvektoren. Um diesen Bruch zu berechnen, wählen wir zuerst ein orthonormiertes Bezugssystem des Raumes, zum Beispiel dieses da. Und in diesem orthonormierten Bezugssystem hat der Punkt A als Koordinate 8 minus 1, also die Abszisse ist 7, die Ordinate ist 2 und das Lot ist 3. Der Punkt A hat als Koordinate 7, 2, 3. Der Punkt B hat als Koordinate 8, 0, 0. Der Punkt C hat als Koordinate 8, 4, 0. Und der Punkt F hat als Koordinate 0, 4, 0. Um einen Normalvektor zur Ebene ABC zu finden, kann man wie folgt vorgehen. Man bestimmt zuerst die kartesische Gleichung dieser Ebene ABC und diese kartesische Gleichung liefert dann die Koordinate eines Normalvektors zur Ebene. Also schreiben wir zuerst als kartesische Gleichung von ABC, diese Determinante ist gleich 0. Die erste Spalte der Determinanten ist gebildet durch die Koordinate x, y, z eines beliebigen Punktes der Ebene ABC minus 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 die Koordinate von einem Punkt der Ebene ABC. Ich habe den Punkt B gewählt, weil seine Koordinate zwei Nullen enthält. Hier schreiben wir die Koordinate eines Richtungsvektors der Ebene ABC. Ich habe den Vektor BA gewählt, dessen Koordinate die von A minus die von B ist. Also 7 minus 8 macht minus 1, 2 minus 0 macht 2 und 3 minus 0 macht 3. Hier schreiben wir die Koordinate eines zweiten Richtungsvektors der Ebene ABC, der aber nicht kollinear mit diesem ist. Als zweiten Richtungsvektor habe ich den Vektor BC gewählt und der hat als Koordinate 0, 4, 0. Diese Determinante kann man schnell berechnen, zum Beispiel durch die Minore der dritten Spalte, und so findet man sehr schnell als kartesische Gleichung der Ebene ABC 3 mal x plus 0 mal y plus 1 mal z minus 24 ist 0. Und daher diese Koordinate eines Normalvektors zur Ebene ABC, diese Koordinate wird gebildet durch die Vorzahlen von x, y und z in dieser kartesischen Gleichung. Um einen Normalvektor zur Ebene CFA zu erhalten, gehen wir genauso vor. Wir bestimmen zuerst die kartesische Gleichung der Ebene CFA. Das führt dann sehr schnell zur Gleichung
0 mal x plus 3 mal y plus 2 mal z minus 12 gleich 0 und durch die Vorzahlen von x, y und z in dieser Gleichung finden wir die Koordinate eines Normalvektors zur Ebene CFA. Da unser Bezugssystem orthonormiert ist, können wir die Norm eines Vektors sehr schnell berechnen durch die Quadratwurzel von Abszisse im Quadrat plus Ordinate im Quadrat plus Lot im Quadrat. Somit finden wir schnell die Norm des Vektors NABC sowie auch die Norm des Vektors NCFA. Und wieder, weil das Bezugssystem orthonormiert ist, können wir dieses Skalarprodukt berechnen durch Abszisse mal Abszisse plus Ordinate mal Ordinate plus Lot mal Lot. So erhalten wir also, dass der Cosinus von Gamma 2 geteilt durch Wurzel 10 mal Wurzel 13 ist und das ergibt die Quadratwurzel von 130 geteilt durch 65. Der Taschenrechner liefert als Wert für Gamma ungefähr 79,897 Grad. Aber schauen wir uns diese zwei Dachflächen an, und zwar von innen. Von innen bilden diese zwei Dachflächen einen stumpfen Winkel. Also, um diesen zu bestimmen, müssen wir von 180 Grad diesen Winkel Gamma abziehen. Der Winkel Gamma und der Winkel 180 Grad minus Gamma haben beide als Cosinus diesen Wert. Und somit finden wir, dass der Innenwinkel gebildet durch diese zwei Flächen ABC und CFA ungefähr 100 Grad beträgt. Der Außenwinkel der Dachflächen ist also 360 Grad minus diese 100 Grad und somit finden wir als Außenwinkel ungefähr 260 Grad.